Grüße euch Leute, hier zum zweiten Teil meines Videos, und zwar wie man Aura-Nebel mit einer einfachen Spiegelreflexkamera und einem Stativ fotografieren kann. Wir haben im ersten Teil schon unsere 350 Lightframes gemacht, unsere 50 Darkframes, und heute werde ich zeigen, wie man mit drei verschiedenen Softwaren die 400 Bilder zu einem Bild zusammenfügt. Wir werden als erste Software mal die Affinity Photo Software nehmen, als zweite Software werden wir Sequator nehmen und als dritte Software werden wir Deep Sky Stacker nehmen. Zu den einzelnen Software werden wir dann später im Video genauer eingehen, was für Software was kann, wie lange das Berechnen dauert und natürlich auch welche Ergebnisse rauskommen. Ja, jetzt kommt einmal das Intro, ich werde mit dem Hund da weiter spazieren gehen und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, wir beginnen jetzt einmal mit der ersten Stacking-Software. Als erstes stacken wir mit dem Deep Sky Stacker. Wir öffnen das Programm, dann kommt die Oberfläche. Die Oberfläche ist relativ benutzerfreundlich aufgebaut. Wir haben links unsere Menüs mit unseren Untermenüs. Einmal haben wir das Hauptmenü Registrieren und Stacken, einmal das Hauptmenü Bearbeitung und einmal das Hauptmenü Optionen. Hier im Feld sehen wir immer die Datei, die angeklickt worden ist und die geöffnet ist. Rechts oben im Bild können wir mit der Helligkeit und mit dem Weißabgleich können wir hier verschieben, um unseren Nebel zum Beispiel sichtlicher zu machen. Unten haben wir das Feld für die Gruppierungen, hier sehen wir dann unsere Dateien mit den Dateinamen und hinten die Werte sowie ISO, Belichtung, Blende, wie viel Prozent Himmel vom Programm erkannt wurden und wie viel Prozent Sterne erkannt wurden. Wir beginnen jetzt mit dem Stacken des Aura-Nebels. Dafür öffnen wir hier jetzt im Menü Registrieren und Stacken das Untermenü Lightframes öffnen. Wir klicken das an, gehen dann in den Ordner, wo unsere Lightframes abgelegt sind. Die Lightframes habe ich schon vorher sortiert und die NEO-Bilder habe ich natürlich rausgelöscht, wo zum Beispiel Strichspuren für die Sterne ersichtlich waren oder Satelliten oder Flugzeugspuren. Danach wählen wir die Lightframes an. Markieren unsere Lightframes und gehen dann auf Öffnen. Das Programm legt uns jetzt die ganzen Lightframe-Dateien unten in die erste Gruppe hinein. Links haben wir das Logo mit dem Stern drauf, das bedeutet, dass es sich um ein Lightframe handelt. Hier sieht man nochmal die Art Light und hier sieht man die Dateinamen. Hinten sehen wir dann unsere Werte. Danach gehen wir auf Darkframes und machen das gleiche mit unseren 50 Stück Darkframes, markieren diese und gehen auf Öffnen. Das Programm schmeißt uns jetzt unsere Darkframes ein, die Gruppierung unten hinein. Das Logo schaut hier so aus, hier sind die kleinen ausgebrannten Pixel und fehlerhaften Pixel sichtlich auf dem Logo. Dadurch wissen wir, dass es sich um ein Darkframe handelt oder hier natürlich auch unter der Art Dark ist es auch ersichtlich, dass es sich um Darkframes handelt. Nun gehen wir auf alle auswählen, dadurch werden alle Bilder angewählt. So wie ich habe jetzt dann vorher schon die Bilder, die nicht für Stacking in Frage kommen, gelöscht. Ihr könnt natürlich auch da dann einzeln reinklicken in euer Bild, das Bild dann begutachten und dann abwählen oder anwählen, wie ihr halt wollt. Wenn ich jetzt den Haken jetzt dann abwähle, wird dieses Bild für Stacking nicht berücksichtigt. Beim DSS Beim Deep Sky Stack ist es so, die Bildvorschau ist relativ dunkel immer, da müsst ihr dann das oben dann mit eurem Weißabgleich gerade ziehen, dass da überhaupt was ersichtlich wird. Danach gehen wir auf ausgewählte Bilder registrieren und es öffnet sich ein neues Untermenü. Da will jetzt dann Deep Sky Stacker von uns wissen, registrieren bereits registrierte Bilder, meine Bilder wurden schon einmal registriert. Da lasse ich jetzt einfach in Haken oben, dass man das wirklich Schritt für Schritt das durchgehen nochmal. Automatische Hotpixel-Erkennung. Wir haben unsere Darkframes gemacht. In die Darkframes drinnen sind natürlich unsere Hotpixel, fehlerhaften Pixel drinnen. Und die werden durchs Programm mit den Lightframes abgeglichen und natürlich dann beim gesteckten Bild entfernt. Das ist einmal zum Anwählen. Und
nach der Registrierung staken. Das heißt, ihr könnt es extra registrieren und dann extra auf staken gehen. Oder jetzt so wie hier der Fall, wenn ihr das anklickt, wird gleich direkt nach der Registrierung gestaked. Wählen Sie die besten 80% Bilder zum Staken aus. Das ist so ein Grundwert, der eingegeben ist. Da kann man sagen, okay, ich bin zu faul, dass ich da jetzt wirklich 350 Fotos durchschaue. Ich gebe den Wert auf 80%. Ich gehe mal davon aus, dass 80% meiner Bilder zum Staken gut sind. Dann lasse ich das einfach auf 80%. Ihr könnt es aber auch so wie ich alles durchschauen und könnt dann sagen, okay, ich bin mir sicher, dass meine Bilder 100% gut sind. Dann könnt ihr den Wert natürlich auf 100 erhöhen. Geht dann auf OK. Es öffnet sich dann wieder ein weiteres Menü. Jetzt seht ihr zum Beispiel, wir haben hier 350 Bilder. Das sind unsere 350 Live-Frames mit einer Gesamtbelichtungszeit von 5 Minuten 50 Sekunden. Unten haben wir dann als Menü für unsere Dark-Frames, das sind wieder 50 Bilder mit einer Belichtungszeit von jeweils einer Sekunde. Geschätzte Gesamtbelichtungszeit von 5 Minuten 50 und was noch wichtig ist, während dem Stacking wird Speicherplatz vom Prozessor entzogen. Also hier zum Beispiel sieht man, während dem Prozess werden 34,9 GB aufs Laufwerk C benötigt. Und da müsst ihr jetzt schauen, dass ihr genug Speicher frei habt, dass ihr stacken könnt. Dann geht es auf OK. Und jetzt dann werden die ganzen einzelnen Bilder registriert. Hier seht ihr jetzt dann 2, 3, 4, 5 bis zu 350 Bilder werden registriert. Unten seht ihr die geschätzte verbleibende Zeit. Also jetzt sind wir bei ungefähr 11 bis 12 Minuten wird jetzt dann benötigt fürs Stacking. So, unser gestacktes Bild ist jetzt fertig. Natürlich sieht man da jetzt nicht wirklich viel. Das muss man dann bearbeiten, muss man dann natürlich einen Weißabgleich und den Schwarzabgleich muss man dann natürlich noch gleichziehen, dass man dann natürlich unseren Ohrennebel dann sieht. Ich verändere da eigentlich jetzt dann nichts mehr. Geht dann zum Exportieren vom Bild auf Bild speichern unter. Die TIFF-Datei, das ist ganz wichtig, dass der Dateityp der gespeicherten oder exportierten Datei eine TIFF-Datei ist, weil die die meisten Informationen vom Bild erhaltet. Und ich werde jetzt das einmal speichern unter Ohrennebel DSS-Stacking. Und wir werden dann im dritten Teil natürlich, wenn wir die einzelnen Bilder bearbeiten, werden wir schauen, welches Bild dann am besten ist. Und wir werden jetzt im zweiten Teil jetzt mit Affinity dann weiter stacken. Und mit Sequator und werden dann die drei Bilder, die gesteckten, vergleichen, welches da für die Stacking-Programme heraus schon das beste Ergebnis liefert. So, wir haben jetzt an einem Desktop haben wir jetzt an unsere Datei gespeichert. Das Ganze schaut jetzt so aus, das ist nicht wirklich was ersichtlich, aber beim Bearbeiten natürlich werden wir da schon noch einiges herausbekommen. So, dann gehen wir gleich weiter zur Stacking-Software Affinity Photo. Wir öffnen einmal Affinity Photo. Affinity Photo ist eigentlich eine Bildbearbeitungssoftware, aber kann auch Astrofotos stacken. Wenn ihr Affinity Photos öffnet, kommt dann meistens ein Werbefenster, das könnt ihr schließen. Geht es dann da oben unter Datei und da habt ihr dann verschiedene Parameter, zum Beispiel Panorama, Stapel, HDR Combination, Focus Combination, Stapel für Astrofotografie und neue Stapelverarbeitung. Wir brauchen für unseren Ohrennebel neue Stapel für Astrofotografie, klicken dann drauf. Es öffnet sich eine neue Benutzeroberfläche. Wir haben links unsere Werkzeuge, die Lupe, unser Händchen zum Hin- und Herschieben, Zuschneiden-Werkzeug und rechts haben wir unser eigentliches Stacking-Menü. Da ist es relativ gleich aufgebaut wie beim Deep Sky Stacker. Wir haben hier unsere Lightframes. Die Lightframes, wenn wir die dann einspielen, werden uns hier angezeigt. Das können wir jetzt hier gleich mal machen. Wir gehen dafür auf Dateien hinzufügen. Wählen wieder unsere Lightframes an, gleich wie beim Deep Sky Stacker. In der Hinsicht unterscheiden sie die Stacking-Programme eigentlich nicht vom Aufbau her oder wie man halt stackt oder wie man halt die Bilder einfügt für Stacken. Das ist relativ alles gleich. So, wir haben jetzt unsere Lightframes gewählt. Die müssen wir an und nachwählen. Passt. Na, jetzt wird die da auslösen. Ja, das sind eigentlich eh alle Stacking-Programme gleich aufgebaut. Wir gehen dann auf Öffnen.
Die Lightframes werden uns hier drinnen jetzt dann alle angezeigt, das große Forscherbild vom jeweiligen Lightframe, und wir können wieder sagen, wenn wir jetzt im Programm jetzt sortieren möchten, können wir sagen, okay, das Bild 2801 gefällt mir nicht, es enthält Strichspuren oder Flugzeugspuren oder dergleichen, dann kann ich es hier übers Auge abwählen und wird dann beim Stacking nicht berücksichtigt. Wir gehen dann hier unter Typ hinein, gehen dann auf unsere Darkframes, gehen wieder auf Datei öffnen und wählen unsere 50 Darkframes aus. Na, das ist zu weit. Wählen unsere 50 Darkframes aus. Gehen dann auf Öffnen und er schmeißt uns dann die 50 Darkframes auch hinein. Hier unten haben wir wieder die besten Lightframes. Wir sind wieder auf 100%, da ihr vorher sortiert. Und wir können auch sagen, okay, 100% sind gute Lightframes. Hier sieht man natürlich jetzt auch schon fehlerhafte Pixel drinnen, wo das Programm dann unterscheiden muss. Okay, im Darkframe drinnen ist der Pixel hier und er ist im Lightframe drinnen, also muss das ein fehlerhafter Pixel sein und kein Stern, weil sonst wäre zum Beispiel ein Stern ist im Lightframe, im Darkframe nicht ersichtlich und der Pixel zum Beispiel, der fehlerhafte, der ist in beiden Bildtypen ersichtlich und dann rechnet das Bild diese fehlerhaften Pixel, Hotpixeln aus. Wir gehen dann da oben auf Stapeln, bitte nicht auf Anwenden gehen. Wenn ihr jetzt auf Anwenden geht, dann kommt sie eigentlich nur zurück ins Hauptmenü wieder. Deswegen auf Stapeln gehen und die Software beginnt jetzt dann die fehlerhaften Pixel zu erkennen. Nach dem Prozess fehlerhafte Pixel erkennen, beginnt die Software selbstständig mit dem Stacking. So, das Stacking ist jetzt fertig bei Affinity Photo. Es hat jetzt unter das Menü geöffnet, Stapel erfolgreich, Stapel die Lightframes 350. Wenn jetzt ein Affinity sagt, ah, da ist jetzt ein Lightframe dabei, der was mir nicht gefällt für Stapeln, dann ist das da ersichtlich. Er schreibt dann reingestapelte Lightframes natürlich Nummer 349 und schreibt darunter, was für fehlerhafter Lightframe da dabei war, mit der direkten Bezeichnung und dem Dateinamen. Wir gehen jetzt auf OK. Man sieht, da schaut das Bild jetzt schon besser aus als im Deep Sky Stacker. Gefällt mir persönlich besser. Man sieht da schon einen schönen Orion Nebel raus und für die Farben her passt es auch schon. Es ist halt komplett abgedunkelt, so wie beim Deep Sky Stacker. Wenn wir das Bild jetzt dann fertig haben, gehen wir auf Anwenden. Dadurch wird das Bild übernommen. Wir kommen wieder zurück in unsere Hauptübersicht. Und was beim Affinity Photo, was mir dort relativ gut gefällt, ist der Astrofilter. Den lege ich eigentlich immer drüber, auch wenn ich mit dem Deep Sky Stacker, mit dem Sequator vorher stacke, gehe trotzdem vor der Bearbeitung, vor der eigentlichen nochmal da ins Affinity ein und lege den Filter einfach drüber. Für den Filter gehen wir natürlich auf Filter, dann gehen wir auf Astrofotografie und Hintergrund entfernen. Dann müsst ihr da bei eurer Ebene unter gestapeltes Bild gehen, wählt dann mit diesem Kreis eine Bildfläche aus, wo überhaupt kein Stern ist, wo ihr wirklich sagt, das ist Hintergrund, das ist Himmel, da ist kein Stern ersichtlich, da ist rein schwarz. Und dann geht es hier auf Probe, Angriffposition nehmen, klickt es an und Affinity übernimmt jetzt dann sofort den ausgewählten Bereich und stellt die Farben und die Sättigung und Schwarzausgleich und Weißausgleich und Gott, was ich was alles jetzt im Hintergrund gelaufen ist, stellt es sofort nach und man sieht jetzt dann schon schön in eure Nebel raus. Also das Bild schaut jetzt schon mal viel, viel, viel besser aus als vorher mit dem Filter, mit dem Astrofilter und ich finde auch, dass jetzt das gesteckte Bild auch schon Meilen besser ausschaut als mit dem Deep Sky Stack. Aber natürlich, es hilft nichts, wenn ich jetzt sage, ah, das gefällt mir besser. Natürlich zählt das Endresultat nach der Bearbeitung das fertige JPEG-Bild. Für Exportieren gehen wir da oben dann auf Datei, gehen dann auf Exportieren, nehmen hier die TIFF-Datei, ganzes Dokument, exportieren und nehmen dann natürlich unseren Exportierort. Das Foto nennen wir jetzt Orion Nebel Affinity Stacking. Ja, das ist nochmal rechter Fall. Und gehen auf Speichern. Jetzt kann man das eigentlich schließen. Affinity folgt jetzt nochmal, das Dokument wird geschlossen. Möchten Sie Änderungen speichern? Jetzt gehe ich auf Nein, weil es ist im Hintergrund gespeichert. So, jetzt dann schauen wir mal unser gestecktes Bild an. Das ist jetzt dann von Affinity das gesteckte Bild. Man kann da ein bisschen einzoomen. Ah, okay, es gibt nicht viel her.
Und dann schauen wir nochmal vom Deep Sky Stacker das gesteckte Bild und da sieht man noch nichts. Das werden wir halt später alles noch rausholen. Ja, das war jetzt einmal ein Stacking mit Affinity. So, und das letzte Software zeige ich euch, ein Segwator. Wir öffnen gleich mal die Software. Beim Segwator, bei der Benutzeroberfläche, ist es relativ viel zu sehen. Wir haben oben einmal da unser Menü, wo wir unsere ganzen Frames einfügen. Und unten haben wir dann das Menü für die Einstellungen, für die genaueren. Hier heißen jetzt die Lightframes nicht Lightframes, sondern die heißen Star Images. Man sieht hier die rote Ampel. Rote Ampel bedeutet, dass es rot bedeutet, dass noch keine Star Images eingefügt worden sind. Mit Doppelklick öffnen wir die Star Images, gehen dann wieder rein, wo unsere Lightframes drinnen sind, markieren wieder unsere ganzen Lightframes, so wie bei den letzten zwei Softwaren. Gehen dann auf Öffnen und Segwator öffnet dann wieder ein Vorschaubild mit unserem ersten Lightframe. Man sieht hier jetzt noch schön 350 Files sind hinzugefügt worden zu den Star Images und weiters ist dann noch Base Images aufgegangen. Das ist einfach das Hauptbild, was der Segwator gewählt hat. Das ist das erste Bild von den Lightframes. Als nächstes nehmen wir unsere Dark Frames. Die Dark Frames heißen hier Noise Images. Mit Doppelklick öffnen wir wieder unseren Ordner, wo unsere Dark Frames drinnen sind. Markieren dann unsere Dark Frames heraus. Gehen dann auf Öffnen und man sieht hier jetzt schön, die Ampel ist auf grün gegangen und wir haben 50 Files gewählt. Dann möchte Segwator von uns noch den Output, der ist auch noch auf rot. Doppelklick, gehen dann zum Beispiel auf unseren Desktop, wählen dann unten, wie das Ganze heißen soll. Soll Organable Segwator Stacking nenne ich das Ganze mal, gehen dann auf Speichern. Jetzt ist da das Feld auch auf grün gegangen. Da unten Sky Region lasse ich auf Full Area, Auto Brightness ist off, High Dynamic Range off, Remove Dynamic Noise ist off, Reduce Dither Effects off, Reduce Light Pollution off und Enhance Starlight ist auch off. Und dann gehe ich auf Start und mit Start beginnt das Stacking vom Segwator. Segwator schmeißt jetzt in hier, schön zum Sehen, die einzelnen Images rein, die einzelnen Frames. Unten ist schön ersichtlich, wie lange schon gestackt wird, also wie lange der Stacking-Prozess benötigt. Und oben sehen wir im Prozentbalken, wie lang es noch ungefähr braucht. Man sieht jetzt schön, dass er die Composings macht nach der Reihe, dass er die ganzen einzelnen Frames analysiert. Und was mit Sicherheit zu sagen ist, dass Segwator einer der schnelleren Stacking-Softwaren ist. Affinity Photo ist sicher einer der Software, die am längsten benötigt, aber man hat ja gesehen, bis jetzt kommt da halt das schönste Bild heraus. Man sieht hier ungefähr 3 Minuten 30 wird er dafür benötigen. So, das Stacking ist fertig. Insgesamt hat es 4 Minuten 23 benötigt. Gehen dann auf Schließen. Und das ist jetzt unser gestecktes Bild. Das gesteckte Bild schaut jetzt wirklich hervorragend aus, das muss ich auch sagen, aber man wird es beim Bearbeiten dann sehen, dass man da schon was ausführen kann. So, dann kann man das schließen. Das gesteckte Bild wird automatisch weggespeichert und hier ist jetzt das gesteckte Bild. So, wir gehen jetzt nochmal alle drei gesteckten Bilder durch. Einmal haben wir mit dem Deep Sky Stacker das gesteckte Bild noch nicht bearbeitet. Dann haben wir mit dem Affinity Photo das gesteckte Bild, da haben wir nur den Astrofilter mal drüber gezogen, den was wir natürlich bei den anderen zwei Bildern auch noch verwenden werden. Und das gesteckte Bild vom Segwator. So, das war jetzt einmal das erste Tutorial, wie man Fotos stacken kann vom Organable mit drei verschiedenen Programmen. Man sieht, dass es komplett drei verschiedene Ergebnisse erzielt hat. Im nächsten Video werden wir dann die drei Fotos bearbeiten und dann werden wir uns anschauen, wie dann die fertig bearbeiteten Fotos von den einzelnen Programmen ausschauen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Lasst mal ein Like da, lasst mal einen Kommentar da, gebt mal Feedback, wie ihr das Video gefunden habt, ob es hilfreich war, was man verbessern könnte. Lasst mir vielleicht ein Abo da, vielleicht reicht es dafür, dass ihr euch so überzeugt habt, dass ihr sagt, oh, das war nicht schlecht. Ich möchte weitere Videos von euch sehen.
Ich hoffe, wir sehen uns beim Teil 3 dann, beim Bearbeiten des Aura Enables. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und sage Tschüss.